Okay, so. Da. Gib mir ein Ärmchen. Ärmchen. Genau. Sehr gut. Und dann gehen wir mit richtig viel Munition da runter, dann passt das schon. Ich hoffe mal, die Dinger regenerieren sich jetzt nicht auch noch. Dann hätten wir ein richtiges Problem. So, was machen wir derweil? Forschung läuft nicht, weil keine grünen Science Packs da sind. Das baue ich mal nach. So 50 Stück braucht man davon, ne? Boah, das dauert. Das dauert. 17 Magazine. Ich soll sie die Zeit hochlaufen lassen. Ja, komm. Fünffach Geschwindigkeit. Stell ganz viel Muni her, stell ganz viel Eisen her, stell ganz viel Kupfer her. Mach ganz viel Forschungszeug. Da. Da. Rote Tränke bräuchten wir eigentlich auch noch. Dum, 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 dum. 30 rote Tränke. 15 Schuss. Selbst mit 5-facher Geschwindigkeit dauert das noch ewig. Grün, grün, grün. Jetzt gib mir die roten. Da. Da. So, einfache Geschwindigkeit. Und es ist Nacht. Das ist jetzt nicht gut. Okay, die Nacht sollte ich noch durchpowern. Aber am nächsten Morgen müssten wir mit 50 Magazinen doch langsam genug haben, oder? Glaub schon. Das geht sowas von nicht auf mit den Tränken. Ah. Wie viel Schuss haben wir? 62 Magazine. Türme sind alle angeschlagen. Ich glaube, ich gehe diesmal von vornherein ein bisschen näher ran. Aber das gucke ich dann, wenn es soweit ist. Du brauchst grüne Tränke. Yeah. Okay, einfach. Wir könnten hier derweil schon mal weiter planen. Du da, du da. Du da, du da. Dann kommt hier das nächste Steam Engine Dingens hin. Dann müsste ich wieder bauen. Ja, also das Spieler-Crafting-Dingens ist hier am Anfang ziemlich ausgelastet. 20 Magazine, komm. Und es scheint Tag zu werden. Die Uhr übrigens, eigentlich sollte ich hier oben eine... Oh. Number of Time Buttons 5. Eigentlich sollte da oben aber eine Uhr sein. Hey, 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 hey. Das habe ich gerade angeklickt. Mist. Das ist alles ultra langsam. Die Buttons verschwinden je nach... Achso, die tauchen nur auf, wenn ich mit der Maus in die Nähe gehe. Sehr komisch. Also eigentlich sollte hier halt eine Uhr sein, die uns die Uhrzeit anzeigt, aber... Gut. Warum gibt es mir immer dieses komische Menü? So, einfach Geschwindigkeit. Jetzt will ich runter das Ganze nochmal machen. Jetzt töten wir die Viecher. Hoffentlich. Kohlefeld, schön und gut. Da. Na, oh, Kacke. So, mach die alle weg. Oder stirb einfach. Load. Ah Gott, das geht einigermaßen auf. 0,5er Geschwindigkeit. Nee, einer. Also, wir brauchen definitiv die vorgeschobene Basis hier. Also, wir setzen jetzt hier 3 Türme hin. Die kriegen alle Muni. Nicht viel. So, 4. 4 ist okay. 4. 4. Dann locken wir den ersten Schwung an. Kommt her. Geht kaputt. Eins, zwei, drei. Kriegen Muni. Schneller. Wer fehlt noch? Du fehlst noch.
4 Magazine, so. Euch holen wir ab. Das wird sowas von nicht mehr gehen, sobald Medium-Weißer da sind. So, da. Oh, oh. Sollte ich auch mal vernünftig platzieren, die Dinger. So, weg, 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 weg. 5 Schuss. 5 Schuss. So, hinterher wieder weg. Und jetzt hier hinten, direkt daneben. So, die brauchen jetzt richtig viel. Da rattert das durch, wenn nichts Gutes. Geht zuerst auf die Beißer. Das Ding hat sich echt regeneriert. Und die Muni ist gleich aus. Komm schon! Geh kaputt! Ich hätte die ganze Zeit über Muni herstellen sollen. Und können. Das ist. Geh weg. Geh. Das ist abgefahren. Ich habe jetzt ganz viele angeschlagene Türme. Okay. Baumuni ohne Ende. Rüstung hält noch? Rüstung hält. Und die ganze Zeit, wo wir jetzt hier rumdümpeln, ne? Irgend so eine andere Basis in der Nähe motzt sich jetzt tierisch auf. Und wir haben keine Chance mehr. Deswegen laufe ich jetzt sofort wieder runter. Weil ich will nicht, dass das doofe Ding sich regeneriert. Also runter, 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 runter. Ja, regeneriert sich nämlich schon. Das sehe ich. So, 2 Stück. Kriegst Money. Kriegst Money. So, gib ihm. So, mehr Muni, mehr Muni. Mehr Muni, mehr Muni. Ihr weg. Und ich schieße einfach nur drauf. Also die Türme sind nur dafür da, mich zu schützen. Und ich halte die ganze Zeit mit C auf das doofe Ding rauf, so lange, bis meine Magazine alle sind. Was hoffentlich nicht passiert, weil ich durchgehend neue produziere. Da, Bastard, weg mit dir. Weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. Oh, geschafft. Also, es sieht so aus, als wenn ich es schaffen würde. 10 Magazine. Warum kommt da von unten noch einer? Das ist nicht gut, oder? 3 Magazine. 1 Magazin. So, regenerierst du dich schneller, als ich Munition herstellen kann? 171. 161. 161. Fuck. Komm, mach. Oh, die Türme haben keine Munition mehr. Ja, sehr geil. Doppelte Geschwindigkeit. Hol Munition ab. Hoffe, dass die Türme unten stehen bleiben. Lass sie nicht werden. Richtig. Mehr Munition herstellen. Nein, 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 eins. Geh weg. Alter Schwede, ich habe jetzt ein Spawner wenigstens schon mal geknackt. Hier, ein Turm, 2 Turm. Du, genug Muni. Du, genug Muni. Durchatmen, vorbereiten. Mehr Muni. Es artet richtig aus hier. Gib mir Repair Pack, Simple Repair Pack. Komm, gib mir ruhig normale Repair Packs. Schieß, 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 schieß. Näher ran, näher ran. Genau. Gib ihm. Gib ihm.
So, und wie eben gerade auch, mache ich die Arbeit und die Jungs hier helfen mir nur. Und ich könnte jetzt die Zeit hochdrehen, ja. Ding, 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 ding. 20 Magazine. Komm schon. Na, also. Das war jetzt eine Viertelstunde oder so, wo wir mit allen... Oh, kann ich das nicht aufheben? Item on ground, ja. Ach so, neue Spieloption und so. Close window, build, remove, drop item. Da, mittlere Maustaste. So, unsere ersten Alien-Artefakte. Naja, eine Viertelstunde auf dieser doofen Basis rumgehampelt, zig tausend Magazine verbraucht, Türme zerstört und was weiß ich. Währenddessen ist hier hinten die Basis bestimmt richtig abgegangen. Na gut, wir müssen aufpassen mit unserem Smog. Smog darf auf keinen Fall hinten zu der Basis kommen, sonst haben wir ein riesiges Problem. So, gib mir mehr Munition. So, Forschung. Wir brauchen jetzt schon die Hauptschlagader. Das geht nicht anders. Ich muss irgendwie Struktur reinbekommen, sonst verbringe ich nachher so viel Zeit damit, Sachen abzureißen und wieder neu aufzubauen, dass das gar nichts bringt. Also hier machen wir jetzt mal einen Weg zur Mitte hin. So. Einmal bis ganz rüber. Dann suchen wir uns einen schönen Mittelpunkt. Da lassen wir die Fließbänder runterlaufen. Und auf den Fließbändern liegt dann schon unsere Kupferplatten und unsere Eisenplatten. So, das ist unsere ganze Basis. Und die Mitte wäre ungefähr hier. Hier, ne? Ja, okay. Fließbänder. Viele, viele, viele Fließbänder. Da und da. 1, 2, 1, 2. Ja doch, hier ist die Mitte. Das heißt, man könnte, wenn jetzt hier eine fiktive, bauen wir mal eine Fabrik. Wenn jetzt hier Fabriken sind an den Seiten, dann können sie sich mit dem kleinen, normalen Ärmchen von dem Fließband hier was nehmen, das wäre dann Eisen. Oder von dem da hinten was nehmen, das wäre dann Kupfer. Also hier, bam, so. Ne? Wo sind Ärmchen? Ärmchen. Und dann von hier da reinbappen. Gut, also du musst weg. Du musst weg. So, und dann wirst du jetzt... Ja, okay. Wie es denn später genau aussieht, das müssen wir dann noch gucken. Also an welche Seite, welche Ressource kommt, welche Fabriken, wo am besten positioniert werden und so weiter. Weil das ist ein riesiges Heckmeck. So. Dann hier runter und ganz viel Strom. Okay, also was? Oh, Stein. Ich habe Stein vergessen. Wir spielen ja mit Dietek. Wir brauchen mit tierisch viele Steinsachen, Steinzahnräder. Weil ich glaube, für die Eisenzahnräder brauchte man auch die Steinzahnräder, richtig? Nee, nur Eisenplatten. Ah, dann ist ja gut. Okay, trotzdem werden wir dann hier nochmal... Boah, was gibt's noch? Also auf das eine Fließband könnte jetzt noch Stein kommen. Baum mehr davon. Also auf das eine Fließband kommt Stein, auf das andere... Pff, keine Ahnung. Also wir könnten es hier auch aufteilen. Wir könnten sagen, auf das linke Fließband kommt Eisen, Eisen. Auf das rechte kommt Kupfer, Stein. Weil am Anfang so Low-Tech-Kram braucht nicht ganz so viel Kupfer. Kupfer wird erst später im High-Tech-Bereich, wenn man die blauen und roten Chips hat, wesentlich wichtiger. Boah, keine Ahnung. Ich mache erstmal hier Stein. Fangen wir mal hier oben an. Wobei, hier kommt Strom hin. Ja, es geht auf. Also da, wo wir jetzt hier gerade sind, kommen die Kisten hin. Weil ich keinen Bock habe, eine Verbindung hierher zu machen. Sie werden am Anfang noch laufen müssen. Später wird das alles angeschlossen. So. Das da ist jetzt unsere Eisenkiste. Hier würde Eisen reinkommen. Und da würde Kupfer reinkommen.
Okay, Strom bis nach da oben bitte. Du, du, und das wird bestimmt wieder. Es war so klar. Bau das dahin. Da. Okay, also ich hätte gerne hier meinetwegen jetzt. Wo legt ihr das hin? Auf welche Seite jetzt? Eisen. Immer auf die rechte von dir aus gesehen. Ja, ist jetzt nicht so cool. Aber okay. Und du bitte alles an Kupfer. Und jetzt holen wir alles an Eisen und Kupfer ab, was wir haben. Und hier. So. Hier kommt das Steingedöns hin. Das heißt, da kommt alles an. Ja, doch, alles an Stein rein.